Hallo meine Freunde, heute ist eigentlich nicht Tag für Veröffentlichungen von AJ Barbecue, das macht aber gar nichts. Heute ist der 10. April, heute hat mein Schwiegerpapa Geburtstag. Der Saarjäger Joe wird heute 60. Ihm zu Ehren, weil er sich so auf das Video gefreut hat und weil er auch mitwirken konnte, endlich einmal wieder, bringe ich diese Woche zwei Videos. Und heute ganz speziell für dich, lieber Schwiegerpapa, dein Wildschwein-Rollbraten. Lass dich feiern, wir sehen uns in ein paar Tagen zu deiner Feier. Bis dahin. Hi, herzlich willkommen bei AJ Barbecue. Grüßt euch. Heute melde ich mich mal nicht von meinem Grillplatz. Heute bin ich im wunderbaren Saarland wieder einmal on Tour. Genauer gesagt in Merzig. Was mich hier erwartet, weiß ich noch nicht so genau. Der Schwiegervater, der Saarjäger Joe, den könnt ihr vielleicht im Hintergrund erkennen. Der hat mich hier mit zu seinem absoluten Wildprofi mitgenommen. Da kriegen wir heute einen wunderbaren, leckeren Wildschwein-Rollbraten. Was da reinkommt, weiß ich noch nicht. Aber das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wenn wir da jetzt reingehen, treffen wir auf Thorsten. Thorsten ist ein ganz ein netter junger Kerl vom Beruf Metzger und der betreibt das Ganze. Ja, Thorsten, falls du das Video siehst, vielen Dank, dass ich habe filmen dürfen und vor allem natürlich vielen Dank für dieses wunderbare Stück Fleisch. Ich finde es überragend, dass man mal zeigen kann, wie junge Leute, wie Profis mit so einem Stück Fleisch umgehen, wie schnell, wie präzise die das Messer führen und in welcher kürzeste Zeit der ein wahnsinnig gutes Stück Fleisch da liegen hat. Schaut euch das an, innerhalb von ein paar Minuten pariert, ausgebeint, pariert, aufgeschnitten und schon kann er würzen. Bei der Gewürzmischung, die war super lecker, da muss ich mal noch herausfinden, was er da drin hat. Ihr seht es anhand der Verpackung, lässt sich da nichts draus schließen. Da bleibe ich auf jeden Fall am Ball, da war er schon recht klug, der Fuchs, du. Hauptsache, man erfährt nicht, was da drin ist in seiner geheimen Gewürzmischung. Aber ich bleibe dran und versuche euch zu berichten. Einzig und allein die Füllung, die fehlt jetzt noch. Da nehmen wir ganz unspektakulär nur eine Zwiebel und ein bisschen Schnittlauch. Wir wollen ja nicht das geschmacklich übertünchen, dieses wunderbare Stück Fleisch. Und dann sehen wir dann mal, wie viel Füllung ein Profi in so wenig Fleisch reinbringt. Ja, zwei Handgriffe und zu ist der Braten. Jetzt kommt das nächste, wo ich so gestaunt habe. Wenn ich da immer mich anschaue, ich brauche ewig, um einen Rollbraten oder Rouladen oder keine Ahnung was zu binden. Da brauche ich wirklich ewig und muss mich verkopfen. Auch trotz Tricks und Kniffe, die ich mir im Internet angeeignet habe. Schaut euch einmal an. Ich habe das jetzt extra und ganz bewusst in Originalgeschwindigkeit lassen, das Video. Schaut euch einmal an, wie schnell das geht. Vor allem, wie präzise ein Profi die Handgriffe setzt. Ja, was bleibt mir da anderes übrig, als zu staunen. Er hat mir dann auch erklärt, wie das funktioniert. Wichtig ist, wenn er aufpasst, der Daumen von seiner linken Hand. Da hält er nämlich die Schnur auf Spannung und kann die richtig schön unten durchziehen. Das ist eigentlich der einzige Trick, wo er gesagt hat, auf was man aufpassen muss. So, jetzt wird die Schnur noch ganz schnell abgeschnitten, dann sauber verknotet und fertig ist der erste Rollbraten. Wahnsinn. Wir waren da wirklich mit einem Ratsch, mit unterhalten, waren wir vielleicht eine halbe Stunde dort. In dieser Zeit hat er aber die wenigste Zeit braucht, um diese Rollbraten zu machen. Wahnsinn. Außenrum noch gewürzt, dann werden sie vakuumzogen, können richtig schön Geschmack aufnehmen und ein paar Tage später ist es endlich soweit. Wir sind im Garten vom Schwiegervater, vielmehr von der Oma meiner Frau. Ich kann Feuer machen. Mittlerweile sind 3 Tage vergangen. Vor 3 Tagen hat der Metzger den Wildschwein-Rollbraten gemacht. Da wart ihr ja dabei, das habt ihr ja gesehen. Er hat mir bis heute nicht verraten, was in der Gewürzmischung drin ist. Das finde ich ein bisschen schade, aber das macht nichts. Wir werden das Ganze jetzt hier auf dem Vertikalgrill, auf der Geheimwaffe vom Schwiegervater machen, vom Saarjäger Joe. Den Grill habt ihr schon mal gesehen beim Milchferkel. Ich verlinke euch oben einmal, ich glaube da drüben erscheint es gleich, das Milchferkel, falls ihr es noch nicht gesehen habt oder euch nicht mehr erinnern könnt, schaut es euch mal an. Da hat ein ganzes Ferkel reinpasst und das war super lecker. Heute machen wir den Wildschweinbraten da drin. Im Hintergrund auf dem Smoker, da läuft schon der Anzündkamin. Den hole ich jetzt schnell, der müsste schon durchgeglüht sein. Der kommt jetzt da hinten rein, der Grill kann hochheizen und gemeinsam werden wir dann den Wildschwein-Rollbraten da reinhängen, wenn der Schwiegervater auch am Start ist. Übrigens, einschmieren würden wir es heute mal ganz unspektakulär. Wir haben eine Marinade erstellt mit Gin, mit Olivenöl und ganz normalem Wildgewürz. Das muss reichen bei diesem wunderbaren Stück Wildschwein. Das wollen wir ja nicht totwürzen. Also, ich hole die Kohle und dann machen wir weiter.
Das letzte Mal habt ihr es ja gesehen, ich mache die Kohle hinten in diese dafür vorgesehene Kohleschiene rein. Das heißt also, die Hitze, die Kohle, das Feuer ist neben dem Grillgut. Das heißt, heruntertropfendes Fett wird nicht entzündet. Das ist eben das Tolle an dem Grill. Jetzt mache ich schnell den Deckel hinten zu und dann lassen wir ihn hochheizen. Eine Temperatur, eine Garraumtemperatur von so 200 Grad haben wir angestrebt. Wenn das 10 mehr oder 20 mehr oder weniger sind, ist es auch wurscht. So, jetzt ist es soweit. Das wunderbare Stück, der Schwiegerpapa, der Saarjäger Joe, der bringt ihn. Ich mach die Klappe auf und dann legen wir das Ding da auf. Da hängen wir ihn da rein, den Kamerad. So. Gut. Schön gemacht. Wunderbar. Achtung. Und Stecker rein. Stecker rein und los geht's. Und Weidmannsheil. Ostern 2018. Andersrum, Stecker umdrehen. Der läuft nämlich verkehrt rum. Wir wollen ja, dass er saftig bleibt, deswegen drehen wir ihn weg vom Feuer, dass das Fett richtig schön immer wieder über das tolle Fleisch drüber läuft. Wir wollen nämlich keinen trockenen Wildschwein braten, nein, wir wollen einen saftigen. Und dann machen wir schnell noch die Klappe zu. Schwiegerpapa ist es bei den Hühnern. Jetzt halt auch noch so tolle Chunks vom André, von Chunks and More. Der mag nämlich keinen Rauch, die lege ich da jetzt noch mit rein, damit es uns schmeckt. Kein verraten. Ja, ihr Lieben, der Allgäuer im Saarland, der hat an Ostern nur etwas vergessen. Dass früher bei den alten Germanen der Göttervater Odin zwei Raben hatten. Die haben ihm immer links und rechts ins Ohr geflüstert. Aber der Saarjäger Joe, der hat den Henry, seinen Hahn. Und der hat gesagt, da hat doch der Allgäuer wieder was in den Grill gelegt. Aber bei dem hervorragenden Fleisch, ihr Lieben, kann man nur sagen, Daumen hoch. Schönen Tag und Grüße an alle Griller, besonders an Markus. Hat mich jetzt da tatsächlich der blöde Hahn verraten. Der wird demnächst einmal auf der Grill kommen, wenn der Schwiegervater es nicht mitkriegt. So, hier seht ihr jetzt den Rollbraten. Es ist ein bisschen Zeit ins Land gestrichen. Der hat schon ein bisschen grillen können. Jetzt fangen wir an und würden alle 10 Minuten mit dieser leckeren Marinade überstreichen, übergießen. Marinade besteht aus Gin, Olivenöl und Wildgewürz. Und nach ungefähr einer Stunde haben wir eine Kerntemperatur von 70 Grad und können ihn runternehmen. So, das Essen ist jetzt fertig. Da ist es. Das werdet ihr jetzt probieren. Ihr bekommt mein Fazit, selbstverständlich. Aber nach dem Essen alles in Ruhe. Wir haben jetzt Gäste hier. Wir wollen jetzt in Ruhe Ostern feiern, gemütlich essen. Danach erzähle ich euch, wie es war. Ihr seht jetzt hier richtig schöne Beilagen, Salate und einen Knödel hat es dazu gegeben. Übrigens, ganz eine witzige Geschichte noch. Im Saarland macht man Löwenzahn zum Salat und da heißt das Ganze dann Bettseicher, weil er ja so entwässernd ist. Egal, um das Stück geht's, das ist das Fleisch. Ihr seht einen wunderschönen Rauchring außenrum, ein schönes Sößle von der Schwiegermama. Also man muss echt sagen, geschmacklich ein absoluter Traum. Es war ein bisschen, wirklich minimal trocken, jammern auf hohem Niveau. Nächstes Mal einfach ein bisschen früher vom Grill nehmen und dann ist die Welt in Ordnung. Das Fleisch perfekt. Gut, das war das Oster-Wildschwein-Rollbraten-Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich spaß mal. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Euer Andi von AJ Barbecue, der Alger Griller. Pfiat euch, Servus, habe die Ehre. Ade.